Ein vierter Punkt, der falsch gemacht wird, liebe Geschwister, von den Fastenden, ist, dass die Leute eine Zeit eingeführt haben, die Bid'ah ist, die Neuerung ist. Sie sagen im Sarg, und das siehst du sogar in den Kalendern, dass diese Zeit eingetragen ist. Das ist eine Bid'ah, eine Neuerung, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Und sie ist gegen die Sunnah. Höre, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Isst und trinkt, bis der weiße Faden vom schwarzen Faden zu unterscheiden ist. Das heißt, isst bis zum Fajr, nicht 15 Minuten vor Fajr. Isst bis zum Fajr, ein Gebot von Allah Azza wa Jal. Und das ist unter den meisten Gelehrten, Jumhurul Ulama, auch die vier Rechtsgelehrten, von Abu Hanifa bis Imam Ahmad, dass man bis zum Fajr isst. Ya dakiran ashab, kum mutaddiban.